2 Millionen, 2 Millionen. Und ich wusste, das Ganze wird sich lohnen. Der neue Track von Leon Marschall geht einfach runter wie Butter. Jo Leute, was geht? Euer Danny the Greg in the house. Ich grüße euch wieder recht herzlich in meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute reden wir über das Abo-Special von Leon Marchais und sein neuer Song 2 Millionen. Ich meine, gibt es was Innovativeres, als dass man einen Song rausbringt, wenn man seine 2 Millionen Abonnenten erreicht hat, wo teilweise aber auch sogar der Text ein wenig gefaked ist? Denn nicht umsonst ist Leon Marchais unter anderem auch King of Fake, Prank, und demnach kommt dieser Text ihm schon ziemlich nah. Naja, lasst uns mal ein paar Zeilen reinziehen. Der Song fängt an mit: Wer hätte gedacht, dass ich es so weit bringe? Nein, Leon, kein normal denkender Mensch hätte das jemals für möglich gehalten, dass man in der heutigen Zeit zum Teil mit gefakten Pranks oder aber auch mit Straftaten, die man auf YouTube hochlädt, erfolgreich werden kann. Wenn man das aber aus der Sicht von den Jugendlichen betrachtet, bist du ja natürlich aber in ihren Augen ein Gott. Nein, doch. Im Anschluss dazu kommt jetzt eine Zeile von normal denkenden Menschen, und zwar die Eltern von der Ex. Ihre Family stempelte mich als Loser ab. Naja, Leon, so viel Unrecht haben diese Menschen ja gar nicht, denn lass uns doch mal folgendes Szenario durchspielen. Wir nehmen Leon Marchais Kanal, löschen seine Abos, löschen seinen Kanal. Was kann er vorweisen? Jetzt kommt eine interessante Zeile, wo es darum geht, dass sein Umfeld oder irgendwelche Freunde aus der Vergangenheit anscheinend Drogen genommen haben. Für viele waren Drogen die Realität, aber Gott sei Dank habe ich diesen Weg nie gewählt. Yeah, er hat sich gegen die Drogen entschieden. Aber dafür Straftaten zu begehen und diese auf YouTube hochzuladen, teilweise dadurch sogar Jugendliche zu inspirieren, das eventuell nachzumachen. Jetzt kommt eine interessante Zeile, die meiner Meinung nach darstellt, was für ein Gutmensch doch eigentlich Leon Marchais ist. Ich ging den Weg alleine hoch. Man sollte nie vergessen, woher man eigentlich kommt, aber anscheinend ist im Universum des Leon Marchais das Ganze ein wenig untergegangen, oder aber auch, er hat das Ganze wirklich alleine geschafft und Mert Marzahn war damals einfach nur eine Attrappe gewesen. Denn damals sah das Ganze folgendermaßen aus: Leon Marchais war der kleinere, Mert Marzahn der größere YouTuber. Zusammen in Kooperation wurde das Format Wenn du Eier ins Leben gerufen und dadurch wurde Leon Marchais unter anderem auch bekannt. Naja, wahrheitsgetreue Texte zu verfassen ist anscheinend auch nicht die Stärke von Leon Marchais, aber ich meine, scheiß der Hund drauf, es geht ja nur um einen Song, es geht um Leute zu begeistern und dann ist es doch auch eigentlich egal, ob man sogar eine komplett erfundene Geschichte kreiert. Jetzt kommt noch eine geile Zeile, wo ich mich gefragt habe: Ernsthaft? Mama ist ihre Zweifel los, denn es wurde etwas aus ihrem kleinen Sohn. Eine Mutter, die stolz auf ihren Sohn ist, der teils Straftaten begeht auf YouTube. Das erscheint mir ein wenig paradox. Naja, dann kommt noch sowas wie: Ich bin King of Prank und besteige den Thron. Irgendwie erinnert mich das so ein wenig an Chaos-Freak, der auch den Thron bestiegen ist, weil er ja der King of Austria ist. Naja, dann singt er noch irgendwas von seiner krassen Army. Im Hintergrund hüpfen 10- bis 13-jährige Kids rum. Und da stelle ich mir natürlich immer die Frage, was muss es eigentlich für ein Gefühl sein, wenn man diese jungen Menschen vor sich sieht, die einen anhimmeln als einen Gott. Komm, Leon, sag mal, fühlst du dich manchmal ein wenig schlecht? Hast du manchmal auch Gewissensbiss? Oder bist du skrupellos? Eiskalter King. Naja, dieses super Video wird am Ende noch mit einem epischen Outro gekrönt. Mir kommt es nämlich so vor, als hätte man am Ende gedacht, bevor man es rendern wollte, vielleicht sollten wir noch ein Danke mit einem Herz reinschreiben. Und dann hat man sich gedacht, komm, wir nehmen eine 0815 Schrift und packen das einfach nochmal so rein. Im Endeffekt ist es scheißegal, Hauptsache irgendwie steht es dort. Denn wir wissen, eine Legende namens UpRed besagt: Chillt doch mal, wir sind hier auf YouTube und nicht in Hollywood. Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder dritte, vierte YouTuber sich denkt: Geh auf YouTube, produziere Schrott-Content, produziere Fake-Pranks, produziere Straftaten, scheißegal was, bau Reichweite auf und dann fang an zu singen. Aber kann man ein Star werden, wenn die Stimme und das musikalische Talent der Qualität ihres Contents gleicht? Aber ich bin mir sicher, nach dieser Ansage von UpRed, die vor 2 Wochen stattgefunden hat, dass die kompletten Wannabe-YouTuber Sänger nun ihre Musikkarriere einstellen werden. Wir freuen uns auf dein Rap-Song. Yo, du alter Mofugger, lass knacken. Eventuell könnten wir vielleicht auch ein Duett machen. Oh, bist du mein Sonnenlicht? Ich vermisse dich, ich brauche dich. Wir warten auf UpRed. Sein Gesangstalent ist einfach fett. Yo, Apo!
Das ist von mir jetzt gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben oder schreibt mir in die Kommentare, wie ihr generell diesen Song von Leon Mascher findet. Ansonsten heute Abend um 21 Uhr gibt es einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Kommt dort vorbei und lasst uns ein wenig Spaß haben. Und in diesem Sinne sage ich, hau dir rein, bleibt dir rein, macht es gut, ihr alten Schwimmbüsse, und ich bin offline.